Überraschung! Normalerweise seht ihr mich sonntags. Heute gibt's mal ein Video außer der Reihe. Hey liebe Blubber-Family und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Ankas Geblubber. Ja, ich habe euch ein kleines Schmankerl unter der Woche mitgebracht. Es ist ein kleines Color With Me Video. Ihr wisst vielleicht, dass das Coloring seit einigen Wochen mittlerweile ein fester Bestandteil meines Alltags geworden ist. Ein tolles neues Hobby, das ich da für mich entdecken durfte. Ich bin nach wie vor total drin und möchte euch auch in diesem Video mal wieder so ein bisschen mitnehmen. Es gibt hier bei Ankas Geblubber bereits den ein oder anderen Color With Me Vlog. Dieser hier ist ein kleines bisschen anders, denn es soll heute nur um ein einziges Bild gehen. Und das malen wir aber von vorne bis hinten aus, beziehungsweise seid ihr beim kompletten Ausmalprozess dabei. Gut, ihr seht jetzt an der Videolänge, wir sind bei 8 Minuten, 9 Minuten oder so. So schnell kann ich natürlich ein gesamtes Bild nicht ausmalen. Es ist natürlich ein Timelapse, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran, mir dabei so ein bisschen über die Schulter zu gucken. Gemeinsam mit euch möchte ich mal wieder in dieses Ausmalbuch eintauchen. Meine Reise durch die Jahreszeiten, das kreative Ausmalbuch zum Entspannen, erschien bei NGV. Und hieraus haben wir schon das ein oder andere Bild ausgemalt. Ich zeige euch mal kurz, welche ihr vielleicht schon gesehen haben könntet, wenn ihr hier bei Ankas Geblubber regelmäßig unterwegs seid. Das ist ja mein absoluter Favorit aus diesem Malbuch, dieser Osterhase. Da hatte ich super viel Spaß mit. Dann, das Bild hier gefällt mir nicht ganz so gut, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Und bei diesem Bild ist mir ein kleiner Fail passiert. Aber ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, es hat mit dieser Vase zu tun. Aber ich glaube, ich konnte es finalmente doch einigermaßen retten. So, es ist ein Ausmalbuch, in dem sich unterschiedliche Motive zu den Jahreszeiten verbergen. Wir haben ganz hinten weihnachtliche Motive und alle sind stilistisch auch ganz unterschiedlich. Dann sind wir hier so ein bisschen mit verschiedenen Nüssen im Herbst unterwegs. Und ihr seht auch schon, die Motive sind auch absolut unterschiedlich. Mal haben wir ganzseitige Bilder, wie jetzt hier so eine ganze Heißluftballon-Szenerie. Dann haben wir nur so einzelne Ornamente, wie jetzt hier zum Beispiel so ein Kranz. Ja, dann geht es natürlich auch in den Sommer über mit Flipflops. Wir satteln das Pferd jetzt von hinten auf, merke ich gerade. Und dann sind wir hier am Anfang auch im Frühling. Am Ende haben wir dann noch so ein paar Geschenkanhänger, Postkarten, Lesezeichen etc., die man kolorieren könnte. Die sprechen mich jetzt nicht allzu sehr an. Mir ging es eigentlich um die ganzseitigen Motive. So, aus diesem Buch habe ich mir ein Bild rausgesucht. Und welches das ist, das seht ihr jetzt im Folgenden. Ein kleiner Disclaimer vorneweg. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, male ich mit Alkoholmarkern aus. Buntstifte kommen am Ende noch zum Einsatz. So, ich habe mir, wie ich das normalerweise immer mache, vorneweg keine großartigen Gedanken über die Farbauswahl gemacht, sondern einfach mal losgelegt und habe direkt beim ersten Kürbis, ihr konntet es vielleicht sehen und seht es auch immer noch so ein bisschen, habe ich einen kleinen Patzer hingelegt. Also das knallige Orange hatte mir am Anfang nicht so gefallen, da habe ich dann noch die Farbe gewechselt, aber das können wir im Laufe des Ausmalens noch fixen. Die Kürbisse fand ich besonders spannend, deswegen waren die als erstes dran und dann ging es weiter mit dem Blumenstrauß. Ich liebe ja den Herbst und seine Farben, deswegen habe ich schon darauf geachtet, dass ich mich hier so ein bisschen erdiger, gedeckter halte, aber so knallige Rottöne zum Beispiel dürfen nicht fehlen. Also die Kürbisse, ne, stechen dann schon so ein bisschen hervor. Ich kenne mich mit Blumen nicht so aus. Die erste sah so ein bisschen aus wie eine Sonnenblume, also habe ich sie sonnenblumenähnlich angemalt. Und dann habe ich gedacht, greife ich mal so ein bisschen zu verschiedenen Dunkelrottönen. Ihr könnt das jetzt hier am Anfang, glaube ich, noch nicht so gut sehen. Es kommt noch sehr, sehr, sehr dunkel rüber, aber ich glaube, wir kriegen das am Ende noch ein bisschen schöner und eleganter hin. Ja, dann haben sich hier im Blumenstrauß noch ein paar Beeren versteckt. Die habe ich einfach mal blau angemalt. Passen jetzt im Nachhinein gesehen nicht ganz so gut rein. Hätte ich vielleicht auch noch mal irgendwie ein, entweder ein Schwarz nehmen können oder so ein ganz, ganz dunkles Rot, wobei sich das dann auch wieder mit der Blume hier gebissen hätte. Nee, vielleicht ist das Blau doch keine so schlechte Wahl. Wir werden es am Ende auf jeden Fall sehen. Ja, ihr seht auch, wie ich generell vorgehe. Ich male immer erst die Ränder an, aus und dann die Fläche, die sich daraus ergibt. Ja,
Wie gesagt, die Blumen habe ich verschiedenfarbig in verschiedenen Rot- und Violett-Tönen angemalt, bis auf diese zwei sonnenblumenähnlichen Blumen. Dann habe ich mich für zwei verschiedene oder sogar drei verschiedene Grüntöne bei den Blättern entschieden. Die Blätter sehen sich teilweise sehr ähnlich, da habe ich jetzt nicht auf die verschiedenen Farben geachtet, sondern einfach nur geguckt, wie es im Bild vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher aussieht. Also hier zwei dunkelgrüne Töne und gleich kommt dann nochmal ein ganz heller Grünton mit ins Spiel, um nochmal so ein paar Akzente zu setzen, um das Ganze so ein bisschen aufzufrischen. So bin ich Stück für Stück durchs Bild durchgearbeitet und ich muss sagen, es ist ein Bild, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist nicht so aufregend eigentlich, aber mir hat es Spaß gemacht. Es war sehr entspannend und es hat mich wunderbar auf den Herbst vorbereitet. So, hier seht ihr jetzt den ganz hellen Grünton, der ins Spiel gekommen ist bei diesen ganzen kleinen Fitzelblätterchen. So, da habe ich noch ein dunkles grünes Blatt übersehen auf dem Tisch und da auch nochmal. Und ein paar Beeren liegen da auch nochmal. So, und dann habe ich mich dazu entschieden, ach, da haben wir noch ein Ahornblatt, das machen wir natürlich auch noch. So, jetzt aber, genau, ich habe mich dazu entschieden, das Bild voll zu kolorieren. Das heißt, der Hintergrund wird auch komplett ausgemalt. Mache ich nicht bei allen Bildern, aber bei diesem hier hat es sich irgendwie angeboten, weil der Hintergrund auch so ein bisschen Struktur hatte. Sieht so ein bisschen aus wie Fliesen, könnt ihr wahrscheinlich nur schlecht erkennen. Aber ich habe es gesehen und deswegen dachte ich mir, nehme ich so einen ganz, ganz hellen Blau-Grau-Ton für den Hintergrund und für den Untergrund ein schön dunkles Braun, so ein bisschen als, ja, schön Holztisch. So, dann haben wir die Vase. Diesmal habe ich mich entschlossen, die Vase nicht schwarz zu malen. Ihr kennt das vielleicht von einem anderen Bild, sondern in einem ganz hellen Beige-Ton. Gefällt mir so gut. Und auch die Tasse passend dazu in einem Blau-Grau. Ich glaube, hier habe ich eine ganz gute Farbkombination gefunden. Ja, dann ging's los. Ich habe angefangen mit Schattieren. Erst der Tisch, dann die Kürbisse. So ein bisschen mit Braun bin ich nochmal drüber gegangen, habe die Ränder nachgezeichnet. Und dann mit hellen Tönen nochmal über die Kürbisse drüber, sodass sie ein bisschen leuchten, oder? Das sieht man. Ich weiß, die Lichtverhältnisse in dem Video sind nicht so dolle, aber ich glaube, man kann diese Leuchteffekte schon sehen. So ein bisschen Glanz kommt dabei rüber. Und auch hier, glaube ich, bei den Blumen sieht man schon sehr, sehr, sehr dolle, was das Schattieren ausmacht. Und zwar ganz einfach, ich bin überhaupt kein Profi, aber es macht schon sehr, sehr viel aus, wenn man einfach mit einem dunklen Ton nochmal die Ränder nachfährt. Und dann kann man eben noch so ein bisschen Spielereien reinbringen mit helleren Tönen und mal ein paar Farbakzente setzen. Geht auch. Das seht ihr jetzt gleich bei den, genau, hier bei den dunkleren Blumen. Da bin ich auch erstmal mit einem dunkelblau war es in dem Fall, glaube ich, oder war es ein schwarz, dunkelblau, nochmal um die Ränder drum gegangen. Und dann, das seht ihr hier, glaube ich, gleich schon so ein bisschen, genau, habe ich mir noch einen Rosé-Stift geschnappt, um die Blüten aufzuhellen. Und ihr seht, das bringt Tiefenwirkung, oder? Ach, da habe ich mich richtig doll drüber gefreut, dass der Effekt so gut sichtbar war. Ja, Stück für Stück habe ich mich auch hier weiter durchgearbeitet, von Blüte zu Blüte. Dann kamen die Blätter dran, auch die bin ich nochmal nachgefahren. Bin ich nachgefahren? Habe ich nachgefahren? Ich habe die Linie nachgezogen. Ja, und da dann auch nochmal mit einem dunklen Grün einfach drumherum. Und das Ganze kann man dann nochmal mit einem hellen Grün oder vielleicht auch mit einem Gelb nochmal ein bisschen aufhellen. Genau, da bin ich mit einem hellen Grün drüber gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Gelb dazu noch verwendet habe oder ob mir das schon ausgereicht hat. Ja, Ahorn wurde auch nochmal ein bisschen schattiert. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Genau, Tasse und Vase dürfen natürlich nicht fehlen, aber da habe ich mich jetzt nicht so verkünstelt. Das ist mein fertiges Herbstbild. Ich halte euch das fertige Bild nochmal so in die Kamera. Die Lichtverhältnisse waren ja nicht wirklich optimal und gerade am Ende habt ihr das Bild auch nochmal ohne künstliches Licht gesehen. Das war es drumherum so ein bisschen düsterer, aber die Farben waren ein bisschen echter. Hier kommen sie auch wieder nicht ganz korrekt raus, aber ich denke, ihr konntet einen ganz guten Eindruck von diesem Bild gewinnen. Oder gefällt es euch? Ich
mochte es, wie gesagt, sehr. Ich fand es toll, damit in Herbststimmung zu kommen. Gerade so die Kürbisse, diese Rot-Orange-Töne. Oh, herrlich, das hat mir schon super viel Spaß gemacht. Gebt mir doch gerne mal ein Feedback in den Kommentaren, ob ihr solche Schmankerl, kurz knappen Videos öfter mal sehen möchtet, wenn es ums Thema Coloring geht. Denn ich habe ein weiteres Bild schon gemeinsam mit euch ausgemalt. Da habt ihr mir ja über die Schulter geschaut. Das müsste ich nur noch schneiden und könnte es dann auch vielleicht für die nächste Woche oder übernächste Woche schon hochladen, wenn ihr da Interesse dran habt. Schreibt mal euer Feedback, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und wir können auch da gerne so ein bisschen über das Thema Ausmalen blubbern. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr mir was zum Thema erzählen möchtet, dann tut das super gern. Es gibt übrigens auch ein Coloring-Wanderpaket von mir, das aktuell unterwegs ist. Wenn ihr daran Interesse habt, findet ihr auch da den Anmelde-Link in der Videobeschreibung. Gut, liebe Blubber-Family, das soll es schon fürs heutige Video gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann gern bis zum nächsten Video.